Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. EA hat uns das Shapeshifter Event mal wieder vor den Latz geknallt und das ganze Team sieht richtig lecker aus. Ich würde am liebsten jeden Spieler dort ausprobieren, ist also richtig gelungen das Event. Aber wir fangen natürlich mit der SBC an und die beinhaltet einen Felipe Anderson im rechten Mittelfeld mit einem 94 Overall Rating. Sieht richtig lecker aus. Und lecker ist auch der Preis, 180.000 auf allen Plattformen. Ist auf jeden Fall schon mal fair, um diese Karte auszuprobieren. Ich werde ihn im Sturm spielen, weil mir der Switch nicht ganz so gut gefällt. Sein starker Fuß ist links. Im rechten Sturm ist das richtig gut, dass er ein Linksfuß ist. Für die Flanken ist das nicht optimal. Würde im Notfall auch noch gehen. Aber wie gesagt, ich packe ihn für mich in den rechten Sturm. Ich denke, da wird er aufpassen. Denn 1,75 Körpergröße ist eine ideale Größe. Nicht zu groß, nicht zu klein. Passt für mich. Hochmittelarbeitsrate ebenfalls perfekt für mich. 5 Sterne Spezialbewegung. Dieses Upgrade feiere ich übelst. 4 Sterne schwacher Fuß, wie gesagt, muss sein, nehme ich auch gerne mit. Bei den Attributen war ich lange ratlos, was für ein Chemistry Style ich bei ihm nehmen will, denn alles sieht hier nahezu perfekt aus, aber ich bin mit dem Marksman gegangen, denn das Tempo ist sowieso schon auf dem Maximum, da brauchen wir gar nichts mehr machen. Beim Abschluss wollte ich ein bisschen mehr haben, so haben wir hier die 99. Ja, der Elfmeterwert sieht nicht ganz so gut aus, aber das können wir jemand anderem überlassen, die Passwerte sind einfach übelst. Übersicht von 94, Flanken kann er auch, kurzer Pass ist geil, langer Pass passt auch, die Dribbling-Werte einfach nicht von dieser Welt, mit dem Marksman auch nochmal gepusht, also da erwarte ich wirklich einiges von ihm. Die Verteidigungswerte sind auch nochmal interessant, denn er hat einen Abfangwert von 94 und faire Zweikämpfer auch nochmal 80. Mal sehen, was er da auf den Platz bringen wird. Ich hoffe, er wird ein bisschen drücken da vorne und das Aufbauspiel stören, denn die Aggressivität ist auch bei einer 95, der Stärkewert auch nochmal gepusht. Und eine Ausdauer von 91. Also als Flügelspieler sehen die Attribute eigentlich auch genial aus. Doch ich will ihn wirklich im Sturm haben und dort Stunk machen, denn das sieht einfach nur nahezu perfekt aus dafür. Bei den Spezialeigenschaften ebenfalls richtig genial. Er bringt uns den angeschnittenen Schuss mit und den Flair. Also Leute, ich bin jetzt gespannt, ob wir für 180.000 nochmal so eine krasse SBC bekommen wie die Insignia SBC. Wir gehen jetzt einfach auf den Platz und checken das aus. Und da haben wir das erste Tor. Der Gegner hat einen massiven Fehler gemacht und Felipe Anderson direkt mit dem linken Fuß reingeballert. Genau, er steht dort eigentlich richtig genial. Das wird seine perfekte Position sein, denke ich. Passwerte stimmen auch. Puskas kommt da gut. Mal gucken, ob wir den Ball noch einmal auf ihn zurückkriegen. Ja, schaffen wir. Oh, das Dribbling ist krank. Und der Abschluss ist auch nochmal richtig genial. Alter Schwede, fühlt der sich gut an. Ich hoffe, es geht so weiter. Das erste Spiel, damit auch ein Rage Quit auf die ersten Meter, hatte mir richtig gut gefallen. Aber natürlich reichen mir die Szenen noch lange nicht aus. Ab ins nächste Spiel. Und mit einem kleinen Skill, den er richtig gut auspackt. Und jetzt mal mit dem schwachen Fuß einfach mal aus der Distanz. Schade, nicht reingegangen. Und der wartet dort. Schade, ist ein Abseitstor. Mist. Nein, doch nicht. Ist reingegangen. Perfekt, Mann. Schöner Skill. Tempo reicht aus. Oh, schade, wieder nicht drin. Mist. Und mit bisschen Beweglichkeit geht es hier einfach ganz locker durch den 16er. Und mit dem starken Fuß ist er richtig genial, muss ich sagen. Und komm schon rein damit. Ja, und wieder mit dem linken. Wie gesagt, ich wusste es. Auf der Position im Sturm, auf dem rechten Sturm, mit dem linken Fuß, wird das eine richtige Waffe. Und ja, das ist einfach ein Strahl, das Ding. Super. Meine Güte, was für ein Tempo. Wie geil gelaufen. Richtig genial. Und dann von Weitem einfach wieder rein damit. Also Leute, der funktioniert wirklich mehr als gut für mich, muss ich sagen. Und das Skill ganz schnell ausgepackt. Passen das Ding einmal ab und noch einmal rein damit. Meine Güte, das klappt hier wie am Fließband. Und wieder ein Rage Quit, so wie es aussieht. Also, die Karte ist wirklich genial. Und ich muss sagen, wer von euch die Insignia SBC gemacht hat und die beiden doch auf dem Flügel spielen will, die kann man jeweils switchen und dann stehen die perfekt. Und zum dritten Mal auch ein Rage Quit. Ich würde sagen, ich will aber noch auf jeden Fall ein Spiel mit ihm machen. Ab. Guter Skill. Und auf Ben Yedder, der Pass.
und das Tor sitzt, sauber gemacht, nein, ist ein Abseitstor, aber trotzdem, die Bewegungen von ihm sind einfach genial. Und mal eine Flanke von ihm, oh, schade, die kommen auch nicht schlecht, bis jetzt aber noch kein Tor dadurch entstanden. Und die Passwerte stimmen natürlich auch, um so ein Ding hier zu spielen. Und jetzt brauche ich wirklich mal ein Tor und Ben Yedder vollendet diesen Pass natürlich. Somit er der Vorlagengeber, also wirklich die Passwerte stimmen einfach bei ihm. Und komm, den Ball jetzt auf ihn und wir brauchen ein Tor und den macht er jetzt auch wieder wirklich locker. Er stand aber auch wieder perfekt und ich muss sagen, die Karte fühlt sich einfach wieder brutal an. Und er bleibt dran und das Tempo ist wirklich perfekt. Er lässt den Gegner hier wirklich schlecht aussehen. Brauchen wir das Dribbling einmal und da ist er auch sehr gut. Der Spot war scheiße, aber dann steht da so einer wie Ben Yedder und holt sich das Tor. Ist leider ein Abseitstor gewesen. Ich hoffe, der Spieler bleibt jetzt drin. Ja, er bleibt drin. Weiter geht's. Und der Skill ist da. Komm schon. Schade, Mann. Aber wie gesagt, die 5-Sterne-Skill, die sind hier wirklich Gold wert. Und das passt einfach für mich, um ihn in die Box zu holen und mit ihm zu stürmen. Es klappt wirklich gut. Und wir brauchen jetzt eine Bude und ja, er knallt das Ding wieder mit dem Starken rein und damit muss ich sagen, hat er wirklich einen richtigen Strahl. Mit dem Rechten ist es ein bisschen schwächer, aber mit dem Linken ist er unschlagbar. Passwerte sind da, Puskas läuft hier gut. Ich versuche das Ding nochmal auf ihn zu spielen, auf jeden Fall irgendwie. Und da steht er und macht das Ding aus dem Rücken, aus der Drehung, eiskalt rein. Wunderbar, das zeigt nochmal seine Klasse hier. Das ist ein schweres Tor, macht nicht jeder Spieler. In diesem Spiel haben wir jetzt auch einen Sieg geholt, aber es war nicht ganz so einfach. Im Mittelfeld wäre sehr viel los, ich musste mir meine Chancen schwer arbeiten, deswegen war Effizienz nötig. Und ich muss sagen, die Effektivität von ihm beim Butenschießen ist auf jeden Fall mehr als genial. Aber ich würde sagen, alles weitere im Fazit, Leute. Das war Felipe Andersons Shapeshifter-Version bei mir und ich muss sagen, der Spieler hat mir extrem gut gefallen. Diese 94 Overall-Rating, ich hätte fast gesagt, das ist eine 97 oder sogar eine 98. Also der Kerl gefällt mir richtig, richtig gut, ist richtig effektiv und so wie die Werte hier auf der Karte aussehen, so kann ich die auch wirklich bestätigen. Der Marksman hat mir auch extrem gut gefallen. Der war vor der Bude eiskalt, muss ich sagen. Das Tempo kommt genial rüber. Sein Passspiel ist auch mehr als super. Und die Dribbling-Werte, das ist etwas Besonderes. Also der dreht sich so extrem schnell. Das ist wirklich eine Karte auf Endgame-Niveau. Das Einzige, wenn ich auf hohem Niveau meckern müsste, ich hätte mir ein bisschen mehr Gegenwehr bei den Verteidigern hat, denn irgendwie hat er sich den Ball ein bisschen zu leicht abnehmen lassen in einigen Situationen, wo ich doch gedacht hätte, mit diesen Werten angelt er nochmal hinterher. Ja, das hat er nicht ganz so oft auf den Platz gebracht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr den macht und er das bei euch doch macht. Vielleicht irre ich mich da. Ansonsten muss ich sagen, ist diese Karte wirklich brutal. Und wer von euch die Insignia-SBC gemacht hat und die beiden auf dem Flügel spielen will, man kann die wunderbar switchen und dann sind die Füße an der richtigen Stelle. Also Leute, 180.000 für diese SBC, da lege ich die Hand für ins Feuer. Wer Bock auf den hat und den irgendwie einbauen kann, macht das, der wird euch nicht enttäuschen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Review helfen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr auf den Kanal gestoßen ist, dann abonniert das Ding, verpasst keine Reviews mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.